Dem sogenannten NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund, wurden 10 Morde angelastet. 5 Opfer davon lebten in Bayern. Das Behörden- und Ermittlungschaos wurde in einem Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag ausgebreitet. Die CSU fragte jetzt, wie denn die Erkenntnisse umgesetzt wurden. Was ja klar geworden ist, ist, dass die Zusammenarbeit einerseits zwischen Bund und Ländern und auch der Länder untereinander, denken wir zum Beispiel Verfassungsschutz Bayern-Thüringen, nicht funktioniert hat. Und ich glaube, da besteht ganz dringend Handlungsbedarf. Als auch, was ja ein wichtiger Punkt entsprechend auch ist, dass man, sobald es zu Gewaltdelikten gegen Migranten kommt, dass man dann auch immer prüft, ob da ein rechtsextremer Hintergrund auch in Frage kommt. Das war ja eben das Schlimme, dass man diesen rechtsextremen Hintergrund da so lange überhaupt nicht wahrgenommen hat. Die bayerische Kriminalstatistik erfasst nur registrierte Straftaten. Es gibt aber Delikte, deren Dunkelziffern enorm hoch sind. Nur eben taucht dieses Potenzial nicht auf in offiziellen Sicherheitsberichten und Statistiken. Die SPD forderte jetzt die öffentliche Berücksichtigung der sogenannten Dunkelfeldforschung. Man hat Leute als Tatverdächtige verurteilt. Die wurden festgenommen, Entschuldigung, und eben nicht verurteilt. Und die Frage ist, warum nicht? Und da würde das helfen, wenn man da einen genaueren Bericht hätte. Und sinnvoll wäre dann halt zu beobachten, wie entwickelt sich Kriminalität überhaupt. Und dann kann man auch gezieltere Maßnahmen ergreifen, um dagegen vorzugehen. Und ich glaube, das ist einfach nicht nötig, weil wir die Ergebnisse schon kennen, was es uns bringt. Dass es eben klar ist, dass es noch weitere Delikte gibt, die eben nicht zur Anzeige gebracht werden. Immer häufiger machen Fußballspiele Schlagzeilen, nicht der Tore wegen, sondern der Ausschreitungen wegen. Schlägereien und Exzesse benötigen stärkere Polizeipräsenz. Nicht selten tragen die Beamten schwere Verletzungen davon. Die Abgeordneten fragten nun nach einem bayernweiten Sicherheitskonzept für die eskalierte Lage. Ich denke, zum einen muss man sich sicher an die Fans wenden. Das zweite wäre, dass man auch eine Deeskalationsstrategie fährt. Es kommt ja auch immer wieder zu Konflikten zwischen Polizei und Fans. Und ich denke, da wäre so Deeskalation seitens der Polizei schon hilfreich. Da sind auch die Vereine natürlich gefordert. Wir reden nicht nur von Bundesliga oder zweiter Bundesliga, sondern auch die Amateurvereine. Auch da merken wir, dass es ja immer wieder auch zu Gewalthandlungen kommt. Und das sind die Vereine gefordert. Das nächste ist, der bayerische Innenminister hat ja jetzt auch einen Dialogprozess gestartet mit Schlichtungsstellen. Soweit die aktuellen Themen und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder hier zu Plenum TV bei TV Thuringen.